Und jetzt bauen wir eine Wandinnenschale. Was man aber berücksichtigen muss, ist, es darf kein Hohlraum entstehen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hin und füllen diese Fuge hier mit unserem Kalkmörtel, den wir vorher auch benutzt haben, um die Steine zu vermauern. Und der Spalt hier, der muss komplett ausgefüllt sein. Weil überall, wo Luft ist, die sich bewegt, bekommt man keine vernünftige Wärmeausdämmung. So. Jetzt haben wir die Fuge hier ordentlich verfüllt und nachher mache ich den Bereich hier auch zu, das mache ich aber tatsächlich von der anderen Seite. Ich gehe jetzt erstmal hin und mauere hier mit meinem Stein rein. Die Balken sind 14 cm dick, ich habe 12er Steine, das heißt, auch hier kann ich wieder hingehen und setze die Steine nur ein bisschen von der Front zurück. Erstmal natürlich meine Mörtelfuge, damit ich ein ordentliches Bett habe, wo ich den Stein reinsetze. Gut, wir haben jetzt die Fuge vorbereitet. Dann können wir den ersten Stein nehmen, setzen den hier ein. Und dann sieht man schon, dass ich hier kaum noch Fuge dahinter habe. Und die wird dann später auch wieder verfüllt. Der Vorteil, man könnte jetzt auch hingehen und könnte einen 8 cm Stein nehmen. Die gibt es auch, da ist natürlich diese Fuge größer. Aber ich mache das jetzt mit dem 12er und gehe dann später hin und verfülle diesen Hohlraum nochmal. Das muss man allerdings immer Schicht für Schicht machen, weil man sonst tatsächlich nicht mehr reinkommt. Der Hanf hat die Angewohnheit, sich so zu verzahnen, dass man einfach solche Fugen mit maximal 20 cm sofort, also in 20 cm Höhe, etwas mehr geht natürlich auch, aber niemals zwei Reihen übereinander, weil man dann einfach überhaupt nicht mehr das Material durchgeschoben bekommt. Und es kann halt auch im Laufe der Bauzeit nochmal Veränderungen geben. Und wenn dann Luft durch die Balkenverbindungen oder durch die Gefachanschlüsse kommt, dann wäre diese Luftschicht keine isolierende Luftschicht mehr, sondern eine bewegte Luftschicht. Und diese bewegten Luftschichten haben keinerlei Dämmeffekt. So, 12 cm. So, den setzen wir jetzt wieder schön hier ein. Klein bisschen in den Mörtel gedrückt. Die Fuge wieder verfüllt. Damit haben wir die erste Reihe stehen und im Grunde genommen wiederholt sich jetzt der Vorgang immer wieder, genauso wie beim Gefachemauern. Ne, auch hier kann man jetzt wieder hingehen und kann den Reststein nehmen von dem, den wir gerade abgeschnitten haben. Man sollte allerdings darauf achten, dass dieser Fugenüberstand, also von der Wechsel von dieser Fuge zur nächsten Fuge, dass der mindestens 15 cm Abstand hat, damit man trotzdem ein ordentliches Mauergefüge hat.